Ich begrüße dich ganz herzlich hier zum guten Morgen, Orakel Walz Rapunzel. Und wir schauen, was dieser Samstag heute energetisch auf Lager hat. Ist und bleibt eine allgemeine Legung, zeigt energetische Tendenzen, kann dich treffen, muss aber nicht. Und du entscheidest selber, ob du mit dem, was ich hier zu erzählen habe, irgendetwas anfangen kannst. Und wenn nicht, lass es einfach weiter. Zieh nicht, bedanke mich. Nochmal ganz herzlich für all die, die den Kanal neu abonniert haben und vor allen Dingen auch bei all denen, die mir schon lange beständig zur Seite stehen. Das Thema für diesen Samstag: Entdecke den Segen in deiner Situation. Ja, und jeder Situation ist ein Segen zu finden, wenn auch nicht direkt in dem Moment, aber rückblickend meistens. Selbst in den schwierigen Geschichten lernt man. Das ist dann natürlich nicht der komfortable Weg, aber so mit ein bisschen Abstand sieht man gewisse Situationen komplett anders, sieht sich auch ganz anders. Sind Situationen, die man vielleicht vor Tagen, Jahren mal glorifiziert hat, nach einiger Zeit gar nicht mehr so glorreich gewesen, weil du vielleicht festgestellt hast, das war eine Situation, da habe ich mich selber sowas von geknechtet. Und ich glaube, dass heute eine Situation entstehen möchte, die segensreich ist. Was immer das heißen will. Wir tasten uns jetzt erstmal ran. Auf jeden Fall ist an diesem Samstag tolles Wetter, zumindest bei uns. Riecht nach Frühling, die Vögelchen zwitschern, die ersten Blüten sind sichtbar. Ich finde, das macht super gute Laune. Ich hoffe, es geht euch ähnlich. Die Vergangenheit ist vorbei. Dies ist ein neuer Tag, ein Tag, den ich noch nie gelebt habe. Ich verweile im Jetzt und genieße den Augenblick. Ja, und manche, die kleben halt an der Vergangenheit fest. Gut, in der Vergangenheit hat man schöne Dinge erlebt und gut, das war auch alles toll, aber es ist vorbei. Jeder Tag bietet die Chance, zum Besten deines Lebens zu werden, darfst diese Chance wohl auch ergreifen. Ne? Wenn man da sitzt und in irgendwelchen Erinnerungen unterwegs ist, das ist schön, aber das hält dich irgendwo auch zurück. Und der Punkt der Kraft liegt immer in der Gegenwart. Ja, hier und jetzt ist das absolut Wichtige. Die Vergangenheit hat keine Macht mehr über mich. Jetzt in diesem Moment kann ich frei sein, wenn ich nur will. Und wenn ich es mir erlaube. Und wenn ich mir da selber nicht im Weg stehe. Was ich heute denke, bestimmt meine Zukunft. Und ich hole mir jetzt meine Macht zurück. Ich bin sicher, ich bin geborgen, ich bin frei. Die Geborgenheit, die du vielleicht im Außen suchst, die kannst du an einer einzigen Stelle finden. Nämlich nur in dir selbst. Die Freiheit, die dir andere Menschen verschaffen sollen, die findest du auch nur bei dir selbst. Und die Sicherheit, die du vielleicht durch die Gemeinschaft anderer Menschen gesucht hast, auch da, diese Sicherheit, kann nur in dir selbst zu finden sein. Und alles andere, was du im Außen suchst, ist nur Beiwerk. Die Anerkennung aus dem Außen tut gut in Zeiten, wo du dich selber noch nicht anerkannt hast, stärkt vielleicht auch dein Selbstbewusstsein, aber schlussendlich muss alles aus dir selber kommen. Und auf diesem Weg haben sich jetzt viele gemacht, manche tun sich noch schwer damit, weil es eben auch ein Prozess ist. Die dürfen dann bitte auch nicht anfangen, mit sich zu hadern. Die dürfen sich die Zeit zugestehen, die sie eben brauchen, um diese Erkenntnisse zu bekommen. Erkenntnisse bekommen kann manchmal schmerzhaft sein, aber zu lange in dem Schmerz der Vergangenheit festzuhängen, ja, da sage ich jetzt nichts zu. Wir gucken jetzt einfach mal, was dieser Samstag so bieten möchte. Spirit, was gibt es zu erzählen? Dieser Samstag wird regensreich, nicht segensreich, weil du feststellen wirst, dass deine Emotionen sich schon so geklärt haben, dass gar nicht mehr viel Schwere in dir hochkommt und du gar nicht mehr so sehr an traurige Situationen zurückdenken musst, weil die Leichtigkeit da an diese Stelle getreten ist.
Du erntest auch immer mehr, was du dir wünschst. Das ist natürlich auch eine positive Verstärkung, wenn du merkst, dass das Universum mit dir zusammenarbeitet. Wo du vieles im Leben im Einzelkämpfertum gemacht hast und damit vielleicht auch gehadert hast, hast du jetzt beschlossen, gemeinsame Sache zu machen mit Menschen, die dir am Herzen liegen. Dein Herz hat eine gewisse Sehnsucht und da zieht es dich immer hin. Und wenn du ernten möchtest, dann ist es wichtig, egal um was es jetzt geht, ne? Es geht immer ums Zwischenmenschliche und es kann halt eben auch um Familiäres gehen, mit Menschen gemeinsame Sache zu machen. Hast du zum Beispiel Kinder mit einem Mann zusammen, der nicht mehr unbedingt der Mensch ist, der jetzt dein Herz zum Glühen bringt? Dann ist es trotzdem wichtig, mit ihm gemeinsame Sachen zu machen, weil er einen Seelenauftrag zu erfüllen hat. Und Kinder, die stehen immer an erster Priorität in der Rangliste, nach meiner Auffassung. Für manche könnte dieser Samstag sich so gestalten, dass du umziehst. Das wird nicht alle betreffen, oder aber dass Umzugspläne geschmiedet werden, oder aber dass du dir neue Wohnungen anschaust, neue Häuser anschaust. Eine hätte ich noch gern, Sekunde. Für manche könnte aber auch der Gedanke hochkommen, ich möchte endlich gemeinsame Sache machen, weil dieses Kämpfen für mich alleine, es wird mir langsam zu schwer oder ich habe da einfach keine Lust mehr drauf. Es ist aber manchmal wichtig, die Dinge für sich alleine in Ordnung zu bringen und auch zu regeln, weil nur dann sind es deine Entscheidungen. Ein Tag, der dir zeigt, dass du dich von deinen Fesseln hast befreien können, weil eine Situation auf dich zukommt, die einfach dir zeigt, dass du auf dem richtigen Weg bist und es tatsächlich gemeinsame Pläne gibt mit Menschen, die dir nahestehen. Könnte tatsächlich für manche der Entschluss gefasst werden, wir ziehen hier zusammen, wir machen gemeinsame Sachen oder wir treffen eine Entscheidung, die für uns beide so richtig, richtig gut ist. Ich nehme jetzt nur noch ein Engelchen mit und dann lassen wir das so stehen. Das Beten. Voll Hingabe öffne ich mein Herz zum Gespräch mit Gott. Ja, das ist immer segensreich. Aber wenn ich das ganze Gesamtbild hier sehe, glaube ich, dass es für viele jetzt wirklich einen Schritt nach vorne geht und die Vergangenheit ruhen darf. Und das heißt, du wirfst mit einem Kladderadatsch ziemlich viel Ballast von dir und das kann sich einfach nur gut anfühlen. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Samstag. Lass es dir gut gehen. Schreib mir gerne in die Kommentare, wer denn vorhat, umzuziehen. Das sind immer so spezifische Dinge, die bestimmt nicht auf alle zu treffen. Aber das liegt auch nicht umsonst auf dem Tisch. Bleibt mir alle gesund. Macht es euch schön. Lasst das Herz regieren. Bis dann.